Wir tauchen ab. Wieder mal, muss man ja sagen, hier bei den Spielkindern. Ich bin Dennis und ich bin mit euch schon mal in die Tiefen von Aquanox abgetaucht. Jetzt geht's in Diluvion. Wieder mal in die Tiefen der Meere. Ein U-Boot-Spiel von einem kleinen Indie-Studio von Arachnid Games, also von den Arachniden-Spielstudios, sprich Spinnen. Spinnen! Ich hoffe, es gibt nicht diese japanischen Untersee-Spinnen, Meeresspinnen, die also so krabbenartige Viecher. Na egal. Hoffen wir es einfach mal nicht. Ja, Diluvion, das zweite Spiel, soweit ich es recherchiert habe, von Arachnid Games, ist jetzt gerade erschienen, im Anfang Februar. Und ist nicht Early Access oder so, ist ein fertiges Spiel, hoffe ich zumindest. Steht nämlich da, dass es fertig ist. Die haben vorher Ballpoint Universe gemacht, die Studios. Kann das sein? Irgendwas mit Ballpoint. Das ist auf jeden Fall so in so einem Krixel-Krakel-Zeichenstil, aber sehr hübsch gestaltet. 2D, so ein Shooter, wo man von links nach rechts irgendwie läuft, springt, fliegt, was auch immer. Und Sachen abknallt. Was das jetzt hier genau ist, weiß ich noch nicht, aber es hat mich angesprochen und da habe ich dann mal ein bisschen rumgefragt und habe einen Key bekommen. Und jetzt werde ich dieses Spiel entsprechend mal ausprobieren. Aber vorher, einfach schon deshalb, weil wir immer das Problem haben, dass bei solchen Spielen der Sound im Hintergrund zu laut ist, drehe ich den jetzt einfach mal leiser. So. Auf ein Viertel ungefähr. Hoffen wir einfach mal, dass man mich dann trotzdem gut versteht. Und das Spiel nicht zu leise ist. Naja, sehen wir ja gleich. Auf geht's. Wah. Neues Spiel. Gib deinen Namen ein. Was ist das für ein blöder Name? Swashbuckler. Wir sind natürlich das Spielkind. Spielkind. Reicht völlig aus. So. Also Sprachausgabe scheint es nicht zu geben. Das ist ja auch relativ teuer. Aber immerhin ist es auf Deutsch. Also es gibt eine deutsche, deutsche Texte. Eine Geschichte, die ich schon vor so vielen Jahren deiner Mutter erzählt habe. Ja, gucken wir doch mal. Also uns wird eine Geschichte erzählt. Vor langer Zeit, bevor die Gewässer der Welt die Menschheit umschlossen, war die Erde mit trockenem Land bedeckt. Es war so riesig, wie die Ozeane tief sind. Ja gut. Das stimmt natürlich nur bedingt. Es scheint eine Fantasy-Welt zu sein. Oh, das sieht cool aus. Was ist das? Kein Kind musste hungern. Die Menschen waren glücklich und die Welt hielt Technologie und Wunder bereit, von denen wir heute nur mehr Bruchstücke sehen. Also spielt das Spiel in einer Zukunft? Nach uns. Die Herzen der Menschen waren jedoch nicht frei von Boshaftigkeit. Dann ist das trockene Land, was die Welt mal bedeckt hat, ist unsere Zeit einfach. Also es gab eine Gruppe, die mit den Wundern in ihrem Besitz nicht zufrieden war und die andere unterdrücken wollte. Bald brach ein Krieg auf der ganzen Welt aus. Diese Gruppe nannte sich US-Amerikaner. Oder Russen. Oder jede andere große Kultur auf der Welt. Wer weiß. Als Strafe für ihre Sünden schickten die Götter ein Unheil über die Welt, das alle Tiere an Land vernichtete und die Erde überschwemmte. Also kamen von den Göttern mal wieder eine Sintflut. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Nur diesmal gab es keinen Noah. Oder etwa doch? Blub, 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 blub. Alles war jedoch nicht verloren. Es war jedoch noch nicht alles verloren. Keine Ahnung, ich würde es anders formulieren. Aber deswegen bin ich ja nicht hier. Der letzte Gott, der eine zweite Chance für die Menschheit als angemessen hielt, versteckte eine Gabe im tiefsten und dunkelsten Winkel des Ozeans. Und sie sagte zur Menschheit, wer auch immer das Ende des endlosen Korridors erreicht und meine Gabe zurückbringt, wird, wenn er oder sie würdig ist, ein neues, goldenes Zeitalter der Menschheit einleiten. Aus diesem Grund suchen die Abenteurer nach dem endlosen Korridor, auch wenn sie nicht wissen, was er bereithält, ob es ein Schatz, Wissen oder Macht ist. Das Leben, so wie wir es kennen, wird sich bei der Entdeckung
unwiderruflich verändern. Gut, das trifft mich jetzt eher so marginal, weil natürlich verändert sich das Leben nicht so, wie ich es kenne. Denn ich kenne ja das Leben, was die Leute da führen, nicht. Ich habe ja noch nie unter Wasser in einem U-Boot gelebt. Wähle ein Schiff aus. Ich kann mir jetzt eins von drei Schiffen aussuchen. Gucken wir mal ganz kurz, was die Unterschiede sind. Hightech-Antrieb, eines der schnellsten U-Boote. Erreicht schnell sein Ziel, ist manövrierfähig, aber nicht so ein guter Kämpfer. Die Eisenfrille, verschiedenen Teilen zusammengeschustert. U-Boot ist sehr robust, ist aufs Bergen spezialisiert, verfügt über ein größtes Inventar. Das Verhältnis von Verteidigung, Geschwindigkeit und Angriffskraft ist ausgeglichen. Das Angriffs-U-Boot, genau, das ist dann sozusagen das Schlachtschiff unter den drei Schiffen. Ich würde jetzt aber mal das ausgeglichene U-Boot nehmen. Ich kenne das Spiel noch nicht und Standard, ausgeglichen oder wie auch immer ist da eigentlich, glaube ich, eine gute Idee. Ich bin echt gespannt, was das für ein Spiel ist. Also ich habe so gar keine Vorstellung. Also wirklich, gar keine. Ganz, ganz blöd. Okay, ist das der Ladebildschirm? Sieht fast so aus, ne? Na, na? Die Lundple. Ist ein cooler Ladebildschirm, aber. Wir haben's. Oh, okay, wir sind schon im Spiel. Okay, WS. Okay, es ist ein 3D-Spiel. Das hatte ich jetzt. Also, ich habe mir die Screenshots nicht genau genug angeguckt, auf jeden Fall. Halte W. Habe ich doch gemacht. So, jetzt kann ich hier mit vollem Speed fahren. Das ist ja cool. Das sieht ja total hübsch aus. Meine Güte. Steuert dein Schiff in Richtung des Fadenkreuzes? Nee. Ich muss mit W als D sozusagen steuern. Und am besten irgendwo gegenfahren. Uah. Ich kann auch zoomen. Also ich kann. Nee. Ach so, der Zoom passiert sozusagen automatisch, wenn ich schneller oder langsamer fahre. Ich versuche jetzt mal nicht überall gegenzufahren. Ich weiß nicht, ob man irgendwie aufwärts. Ah, okay. Das Spiel weiß schon, was meine Fragen sind. Also ich kann mit Q fahre ich runter und mit E fahre ich hoch. Ah! Die Kamera, alles kaputt. Keine Ahnung, was hier passiert. Eines deiner Crewmitglieder will mit dir sprechen. Drücke V, um den Innenraum deines U-Boots zu gelangen. Au. Ah, okay. Es gibt auch noch ein 2D. Genau diese Bilder habe ich nämlich auf den Screenshots gesehen. Was sollen wir tun, Jay? Wir sind hier draußen schon den ganzen Tag auf der Suche nach Bergungsgütern. Schwieriges Wort. Leider ohne Glück kehren wir bei dieser Bar ein und formieren wir uns bei etwas hartem Grog neu. Okay. Okay, also ich habe hier verschiedene Räume. Da kann man dann offensichtlich noch irgendwelche Sachen einstellen. Kajüten. Interessant. Gut. Dann werde ich jetzt mal zu dieser Bar fahren, von der ich natürlich jetzt nicht so genau weiß, wo die ist. Navigation. Die goldenen Fische umgeben diejenigen mit einem Ziel vor Augen. Mit ihrer Hilfe kannst du zu deinem Ziel navigieren. Okay, also das ist so eine Art. Navi, also so wie man es in GTA oder so kennt, führt mich das jetzt zum Ziel. Also da hinten wird diese Unterwasserstation sein. Okay. Das finde ich ja ganz cool. Das hat so ein bisschen den Charme einer Mischung aus Aquanox und Sunless Sea auf eine Art. Cool. Ich bin in der Bar. Sehr nett. Sehr nett. Warum machen die so lustige Bewegungen mit ihren. Also die Animationen sind ja wirklich der Wahnsinn. Ich rede mal mit Jay. Wie sieht der Plan aus? Ich habe mir überlegt, dass es an der Zeit ist, die Crew zu erweitern. Verstehe mich nicht falsch. Was muss ich tun, um einen anständigen Drink in diesem Saftladen zu bekommen? Zahl deine Rechnung, du Schnorrer. Ja, du weißt doch, dass ich immer bezahle. Deine Schrottkiste fällt auseinander, Junge. Es gibt Wracks am Meeresgrund, die verlässlicher als dein Schiff sind. Schaust du nie durch deine Bullaugen, Mann? Ich habe mir ein brandneues U-Boot besorgt und das habe ich Hasley zu verdanken.
Wer zur Hölle ist Hasley? Das sollten wir herausfinden. Aha. Kannst du mir mehr über Hasley erzählen? John Hasley ist Teil der Fahrzeugtechnik-Gilde. Wenn du ihn dazu bringen kannst, dass er dir hilft, kann er dich auf bis 1000 Meter bringen. Plus minus ein Welsbartel. Ich habe keine Ahnung, wovon der Typ redet, aber wahrscheinlich geht es darum, dass wir mit dem U-Boot nur in eine gewisse Tiefe tauchen können und John Hasley uns irgendwie helfen kann. Bevor ich es vergesse, du findest Hasley in der Nähe von Tonnesburg. Vergiss nicht, dass du mir dafür etwas schuldig bist. Oh, ich heiße übrigens Daniel Arriton. Schön, dich kennenzulernen. 1000 Meter? Wenn du ohnehin ein neues U-Boot kaufen willst, wäre diese Tauchtiefe ein zusätzlicher Bonus. Vergiss nicht, dass wir im Moment nur auf 200 Meter runtergehen können. Und wir werden eine Crew brauchen. Wieso siehst du dich nicht um, ob hier jemand Arbeit sucht? Okay, keine Ahnung, mich spricht das sofort an. Ich finde das atmosphärisch schon wieder echt nice. Keine Ahnung. Echt cool. So, ich rede mal jetzt noch mit den anderen Leuten hier. Wer hier noch so... wieso bist du hierher gekommen? Der Besitzer braut seinen eigenen Grog. Wir fragen nicht nach, was dort drin ist. Macht Sinn. Barkeeper, was habt ihr hier zu trinken? Seegras Gin und noch etwas Grog. Was darf sein? Wer ist Hasley? Er ist ein Irrer, der zu viel Zeit hat. Ich sehe keinen Unterschied an diesem U-Boot, abgesehen vom Namen. Mann, woher solltest du das wissen? Du kannst nicht mal lesen. Das ist ein harter Vorwurf. Das werden wir direkt mal weiterverfolgen. Warum sollte der Typ nicht lesen können? Hasley ist ein Genie. Nein, ein legendärer Mechaniker. Um das U-Boot, das er für mich gebaut hat, wird mich links bis auf 1000 Meter bringen. 1000 Meter scheint ja echt wichtig für die Leute zu sein. Ich kann dich ja auch problemlos auf 1000 Meter bringen, allerdings nicht lebendig. Aus der Luke schmeißen oder was? Na gut, dann haben wir... Wer ist sie hier noch gleich? Oh? Oh! Willst du Teil meiner Crew werden? Scheint, als wäre das Beste vorbei. Klar, ich springe auf deine Blechkiste, solange du mich versorgst. Ja, von mir aus. Ich nehme einen mit. Wer ist das? Gelangweilter Rentner. Neuer Matrose. Du hast gerade einen Matrosen reparieren können. Jede Akte. Okay, cool. Schatz hier, Schatz dort. Zu meiner Zeit wurden unsere Träume herausgegeben. Wir waren dankbar für das, was wir bekamen. Okay. Seine Zeit ist wohl lange vorbei, denn ich bin hier für gar nichts dankbar. Kann ich denn mir mein Schiff jetzt irgendwie angucken? Nö, ne? Ich rede mal mit Jay im Innenraum. Wohin soll ich fahren? Wir können diese Passage Richtung Westen bis Tonnesfjord nehmen. Nach Westen. Was ist das jetzt hier? Ruder? Irgendwas? Was ist hier? Minus? Schnellgang? Ah, okay. Also das nimmt dann irgendwie die Ausdauer ab. Keine Ahnung. Was ist denn mit meinem... Was ist hier? Schatzkiste oder was? Lufttank, braucht man zum Atmen. Achso, okay, aber das füllt sich das auf oder leert sich das? Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Was ist das? Essen. Werden sie nicht mehr auf ihren Stationen arbeiten? Altmetall. Also es ist ein typisches Ressourcenversorgungsspiel. Wie, was ist mit Crew 1 von 4? Also, Jay ist ja klar, aber wo ist denn jetzt mein anderer Typ sie? Ich hatte doch noch jemanden. Ich hatte doch noch ein Crewmitglied. Ich bin verwirrt. Ihr seht mich verwirrt. Na gut. Aber ich habe ihn ja eingestellt, also dürfte ja eigentlich nichts. Keine Ahnung. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den Typen irgendwie am Start habe. Aber wo genau er ist, das wissen nur die schlauesten Köpfe. Also sehen tue ich jetzt das zweite Crewmitglied nicht. Also es sei denn, Jay gilt nicht als Crewmitglied, dann ist das 1 von 4 ist dann der neue Typ. Aber, warte mal. Also ist mir jetzt wurscht, ich packe da jetzt ein Crewmitglied rein, whatever. Wir fahren jetzt los. So, ich will das jetzt wissen hier. Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss.
wo muss ich denn hin? Diejenigen, die ein Ziel vor Augen haben, ne? Das war doch irgendwie so. Spiel gespeichert. Oh, für gespeichert gibt's hübsche bunte Fischis. Okay, da oben geht's offensichtlich nicht raus. Setzt den Matrosen richtig ein. Jetzt wird's mir erklärt. Sehr gut. Was sollen wir mit dem Neuen machen? Gute Frage. Lass ihn in den Crew-Unterkünften, damit er dort alle Schäden repariert. Ich persönlich hätte ihn jedoch lieber auf meiner Brücke. Okay. Die kugelförmigen Kammern in deinem Schiff sind Stationen. Jede kontrolliert einen bestimmten Bereich des Schiffs. Klick auf die Brücke, um meinen Matrosen hinzuzufügen. Benutze die Hebel, um schnell hinzuzufügen oder zu entfernen. Also, jetzt habe ich einen... Ah, da ist er jetzt. Okay. Da repariert er jetzt Zeug. Ich packe ihn jetzt auf die Brücke. Und dann schauen wir mal. So, wo geht's denn jetzt? Wo geht's denn jetzt weiter? Geh zur nächsten Bar für Ruhe und Grog. Keine Karte für diese Zone verfügbar. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt alles hier soll. Ich muss jetzt irgendwie diesen Hesley finden, aber ich habe keine Anweisung, wo ich jetzt hin muss oder so. Au. Okay, man sollte offensichtlich nicht einfach mit vollem Speed irgendwo... Niedriger Lufttank. Luft wird aufgefüllt. Deine Luftversorgung ist im niedrigen Docker an Städten Außenposten, um deinen Lufttank wieder aufzufüllen. Hä? Aber ich war doch gerade angedockt. Muss ich das jetzt verstehen? Na gut, dann fahre ich zurück. Also ich meine, wenn ich nur noch einen Lufttank habe... Könnt ihr mir vielleicht erklären? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich dachte irgendwie, ich hätte mehr Luft. Also ich bin jetzt ja noch nicht lange getaucht oder so. Also es war jetzt ja eher so... Ach man, die Kamera macht mich echt wahnsinnig teilweise. Was ist denn das hier? Die Kamera soll mal sich verkrümeln. Was ist denn das für ein Schiff da unten? So, ich fahre jetzt mal hier hin. Wir gucken jetzt mal, wie dieser Lufttank sich wieder auffüllt. Keine Ahnung. So, jetzt werden wir da rangezuppelt. Rangezuppelt, habe ich gesagt. Gut. Alle Lufttanks aufgefüllt, aber irgendwie... Muss ich das jetzt nicht so ganz verstehen. Der hat nichts zu sagen. Ich habe doch jetzt hier alle... Was geht hier vor sich? Das ist meine... Das ist meine gute Frage. Das hier, der Grog ist so ekelhaft, ich trinke meine eigene Pisse. Ich habe sogar echt mal meine eigene Pisse getrunken. Hab bei der Wette einen Motor gewonnen. Guter Mann, guter Mann. Bringt mir nichts. Wieso willst du eigentlich auf 1000 Meter runter? Genau, ich werde der erste Captain sein, der den Meeresboden erreicht und sich holt, was sich dort versteckt. Ich werde wie Jason Fleet super berühmt werden. Okay, also super berühmter Typ. Ich weiß, das ist jetzt unbefriedigend, aber... Oh, hier ist irgendwas mit Inventar. Schlüsselgegenstände. Mein Inventar, Beute. Okay, nehme ich mit. Ah, Altmetall benutzt man als Munition. Okay, das ist Geld einfach quasi. Aber das muss man erst noch umwandeln. Und Bücher kann man verkaufen. Ach, man kann auch alles nehmen. Okay, das hätte ich machen können. Nächstes Mal. So. Okay, also irgendwie, die helfen mir jetzt hier alle auch nicht weiter. Ja. Das ist traurig. Ich hoffe, dass ich irgendwie herausfinde, wer Hesley ist und wo ich den finde. Und dann schauen wir uns das mal nächste Folge genauer an, in Folge 2 von diesem sehr seltsamen, aber auch irgendwie ganz coolen U-Boot-Spiel. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann, Leute. Ciao.